Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Jo, letztes Mal sind wir hier irgendwo im Polizeirevier stehen geblieben. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier alles ohne Probleme verläuft. Sieht mir aus wie so eine Schießanlage hier. Nur ist die haben lebendige Ziele benutzt. Unter anderem Raider. Die heißt doch Red. Ja, habe ich doch gewusst, dass sie Red heißt. Boah, so viel Munition, das ist nicht immer so richtig geil. Zwei Splittergranaten nehmen wir auch mal mit. Gut. Die knacken mal die Tür. Wir sind ja high-skilled bei Dietrich. War ja klar, dass sie jetzt sofort durchbrechen muss, die Klammer. Gut. Was ist hier? Munition. Gleisnägel, Munition, Schrank, Schrotpatronen, Fat Man. Fat Man! Da werden wir jetzt mal gleich unsere damit reparieren. Die macht jetzt 186 mehr Schaden, das ist nicht zu unterschätzen. Ja, wollte gerade sagen, da war doch ein Fähigkeitsbuch. Und die moderne, irgendwas, die moderne Zuhaltung. Könnte man jetzt so missverstehen, aber es geht um unsere Dietrich-Fähigkeit. Jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin ein zweideutig denkender Mensch, wenn es um sowas geht. Ich gerade sagen, Rettkakerlake. Und da vorne ist noch eine. Habe ich die nicht über den Haufen geballert? Stecken. Du Freak! Oh, Willst mich Freak. fressen, was? Was? Was geht's? So, dich ballern wir über den Haufen. Wir nehmen mal unsere Kampfflinte. Die machen wir, die benutzen wir jetzt mal öfters. Weil wir haben ja sowieso viel Munition und die hat auch einen relativ guten Zustand. Boah, 401 Schrotflintenpatronen. Jetzt können wir mal die Macht der Kampfflinte sehen. Okay, irgendwie kommt jetzt nicht das, was ich mir angedacht habe, dieser Effekt. Seine Schwierigkeit liegt, weiß ich jetzt nicht. Da ist Kopf der Kerl. Und da liegt ein Nuka-Cola Quantum. Nimm mal deinen Arm da weg. Ich habe gesagt, Arm da wegnehmen, du Schwuchtel. Dazu ist aber mal nichts. Hier haben wir gerade wieder schön hingestellt. Schlüssel für ein Gefängnis. Keine Ahnung. Die Waffe können wir wieder wegstecken. So viel Geld. Ich glaube, die haben einfach keine Hobbys hier. Die müssen einfach alles horten. Stange Zigaretten. Ich frage mich, was ist, wenn dieser Kerl hier rein zufällig stirbt? Wie gesagt, rein zufällig. Bin auf deiner Seite! Gut, wie viel Leben hast du nur noch? Ein präziser Headshot und ich glaube, du bist weg. Los jetzt! Jetzt aber. Shorty ist gestorben. Nein. Doch. Ich glaube, er ist tot. Obwohl, nee, den werden wir nicht töten. Aber ich weiß nicht, wie. Ich glaube, wir kriegen da gutes Karma wohl. Aber wir wissen ja, wie wir es wieder Gott sei runterbekommen. Dank. Wer sind Sie? Egal, spielt jetzt keine Rolle. Wir holen jetzt Red und hauen ab. Sie gehen voran, ich folge. Wow, los, machen wir, dass wir rauskommen. Red geht's gut, los geht's. Okay. Los mir nach. Gut, hier ist nichts drin. Na lecker, hier liegt ein Darm rum. Blutbeutel. Frag mich, wieso die Typen hier alles so in den Beuteln aufbewahren. Das ist doch übelst schwul. Ich glaube, wir haben uns hier schon mal so im Großen und Ganzen umgeschaut, aber in den Spinden haben wir noch nicht reingeschaut. Noch ist er am Leben, meine Liebe. Noch. Ja, der muss natürlich mal gleich eine rauchen. Wie gesagt, wir können ihn retten vor Supermutanten, aber wir können nicht vor einer Doofheit retten, indem er sich jetzt eine raucht. Hier ist auch nichts. Verpissen wir uns. Aber die sind irgendwie alle so kleine Typen.
Oder wir sind einfach nur so riesig. Gut, verschwinden wir. Portrait. Verschwinden wir hier mal. So, rechts. Ach, keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ich suche jetzt einfach mal nach einem Ausgang. Die Tür da hinten sieht nach Ausgang aus. Und. Polizeihauptquartier Germantown. Ich hoffe mal, dass das jetzt richtig gewesen ist, dieser Weg. Ah, Sonnenlicht. Da liegt noch Blut rum. Ich weiß nicht, ob das jetzt wegen uns da gewesen ist. Wir sind ein Tun nicht gut. Auf nach Germantown. Big Town. Wir sind ja schon in Germantown. Ja. Ja, ich finde die Bilder immer ganz lustig, weil das so wirklich Pilze so extrem an der Fuß wachsen, das glaube ich jetzt mal nicht. Aber ich finde, die Typen sehen so lustig aus. Mit Rette über die Belohnung sprechen, so schlampig, ich will meine Belohnung haben. Okay, ich kenne es aus Western, dass sie immer solche Strohgestrüppe rumrollen, aber nicht solche, irgendwie solche Ölfässer. Ihr seid schön nach der Größe geordnet? Ja, so in etwa. Brett! Bin ich froh, wieder sicher zu Hause zu sein. Ich bin froh, dass es Ihnen gut geht und geben Sie mir bitte keine Belohnung. Sie haben doch vor, mich dafür zu belohnen, dass ich Sie rette, oder? Richtig. Ja, wir wollen Belohnung. Natürlich. Meine Rettung war für Sie ein Job und Sie sind ein echter Profi. Also bitteschön. Ich wünschte, ich könnte Ihnen mehr geben. Sprach 100%. Mehr bekomme ich als Lebensretter nicht. Etwas mehr dürfte schon sein. War mir ein Vergnügen. Keine Ursache. Ich bekam, was ich wollte. Sprach 100%. Nun, ich schätze, das hier können Sie auch haben. Ich hatte es gespart, um für die Leute in dieser Stadt Medizin zu kaufen. Ich weiß, dass sie ihr Leben schon mal riskiert haben, aber die Mutanten reden von einem weiteren Angriff. Wahrscheinlich sind sie schon bald hier. Ja, guck mal, dafür haben wir jetzt wieder mieses Karma bekommen. Nehmen Sie das Geld wieder. Außerhalb der Stadt will ich keine Medizin nehmen. Ich kann euch helfen, euch zu verteidigen. Ich bleibe in Nähe und töte Mutanten. Dann sollten sie Ruhe geben. Gesetz des Ödlands. Soll die Stadt nur nehmen. Du bist allein. Viel Glück. Das Gesetz des Ödlands. Na schön, hab verstanden. Sie haben schon genug für uns getan. Uns wird schon irgendwas einfallen. Ja, aber ich wollte jetzt unbedingt unser Level up hier vollziehen. Und zwar wollte ich das hier raufbringen. Dietrich auf 65. Medizin auf 90. Wissenschaft auf 55. Und den Rest tun wir auf Sprache. Haben wir jetzt irgendwelche neuen Dinger? Nein. Wir werden als nächstes extra... Was könnten wir denn benutzen? Ja, ich benutze gerne die uns direkt beeinflussen. Sprache falsch um 5 Punkte, das ist mir eindeutig zu wenig. Waffenfreak. Wir nehmen nochmal intensives Training. Und zwar setzen wir diesen Punkt dann auf... ja, weil all unsere Fertigkeitswerte steigen dadurch an. Und... Ja, Glück. Gut. Hallo? Die hat mich gerade ganz rhetorisch angeredet. Wussten Sie, dass Flash und Buttercup mal ein Paar gewesen? Können Sie mich von Schaum befreien? Warum medizinisches Material? Wie läuft's in Big Town, Red? Oh, es ist super hier. Sieht man doch. Die Leute kommen für ihr Leben gern hierher, um Souvenirs mitzunehmen. Ich habe die Sklavenhändler immer dafür bezahlt oder sie hinters Licht geführt, damit sie uns in Ruhe lassen. Nicht, dass das viel bringen würde. Diese Mutanten sind das eigentliche Problem. Zu groß zum Erschießen und zu dumm zum Verarschen. Sie kommen einfach immer wieder. Immer. Gut. Immer den Norden im Auge zu behalten. Wir verbissen uns jetzt einfach mal. Weil wir haben ja gesagt, wir tun hier nichts für die. Wie gesagt, ihr seid das Gesetz des Ödlands. Und... Aufgaben. Was haben wir denn hier noch so als? Der vielfältige Mensch. Jesus, so viele Leute haben mich schon angeredet, warum ich endlich hier Atombombe in Megaton zünde. Ich werde sie erst dann zünden, wenn ich hundertprozentig weiß, dass Broken Steel nicht funktionieren wird. Aber nur dann. Weil wenn ich Broken Steel habe und dann die Atombombe schon gezündet habe, würde uns etwas sehr Entscheidendes fehlen, meines Erachtens nach. Und das will ich einfach nicht. Natürlich wollte ich die Atombombe zünden, aber ich möchte sie erst dann zünden, wenn es wirklich, wenn wirklich Megaton ausgedient hat.
Und das hat es einfach noch nicht. Ich hoffe, ihr versteht es. Also nicht irgendwie dauernd mich jetzt irgendwie so anschreiben, ja, aber zumindest nennt mich die Atombombe Langweiler. Zumindest ja doch nicht. Naja, gut, dass wir es auch schon mal geklärt haben. Außerdem ist es ein Let's Play und ein Let's Play macht man bekanntlich das, was man, worüber man gerade Lust hat. Und ich habe jetzt einfach mal Lust, zum Pinkerton zu gehen. Weil der irgendwas für eine Gesichtschirurgie hat, wie wir erfahren haben von Red. Gut, dann gehen wir wieder über diese Brücke hier. Aber dieser Flugzeugträger ist ganz schön riesig. Kaputter Bug. Betreten wir ihn mal. Und mal tiefer. Also wir werden noch nicht in diesem Part mit Pinkerton reden. Sonst werden wir es im nächsten Part machen, weil wegen der Zeit. Wie gesagt, ich mag nicht auf einmal mitten im Gespräch dann auf einmal sagen, abbrechen. Will gerade nicht. Gut. Wo ist denn unser kleiner Pinkerton? Da vorne rennt er ja rum. Vorher schauen wir uns hier nochmal um. Vielleicht hat er wieder irgendwas Interessantes hier rumliegen, was wir mitnehmen können. Wie zum Beispiel das Altmetall. Gut. Auf wen schießt ihr denn? Ah, auf diese Meyer-Lurks. Die ballern mir noch schön über den Haufen. Meyer-Lurk rum verkuppelt. Okay, kommt mir gerade so vor, da backt sich das Viech da ein bisschen rum. Gut. Nachladen. Das Altmetall klauen. Ah ne, geht ist gerade schlecht, weil der Typ hier neben uns steht. Ja, okay, das war jetzt wieder Let's Play Fallout 3. Bis zum nächsten Mal.